Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es mal um Videoanimation. Wie kann ich denn so kleine Erklärvideos basteln? Und da habe ich eine schicke Software gefunden. Toonly nennt die sich. Und was es damit auf sich hat und ob das schwer ist oder ob ihr jeder das kann, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Ja, da ist sie auch schon, die Seite der besagten Software, Toonly heißt sie. Ich bin darüber gestoßen, weil die sich jetzt mittlerweile ein bisschen auf dem deutschen Markt immer mehr breit machen möchten. Und da dachte ich, es wird Zeit vielleicht mal für ein deutsches Video. Hab Toonly kurz angeschrieben, hab gesagt, hey, möchtet ihr mir helfen? Ich würde gerne ein deutsches Video dazu machen. Und das sehen wir jetzt. Sie haben mir dann netterweise kostenfrei einen kleinen Zugang zur Verfügung gestellt, den ich euch jetzt hier mal zeigen möchte. Alle Informationen und so weiter findet ihr natürlich unten auf in der Videobeschreibung. Hier auch den Link zur Seite. Mein Gott, ist das schwierig heute. Also macht euch keine Sorgen, alles ist da. Die Software ist sehr kompatibel, das heißt, man kann die auf dem Mac sowie auf dem Windows-PC installieren. Ich habe sie jetzt hier mal installiert und auch schon mal ein bisschen rumexperimentiert und möchte euch aber kurz zeigen, wie leicht das denn am Ende auch funktioniert. Denn es kann ja verschiedene Gründe haben, warum ich mal ein Video machen möchte und da gibt es halt unterschiedliche Ansätze. Ich habe hier mal ein Beispielvideo erstellt, das ich euch ganz kurz mal zeigen möchte. Dazu müssen wir nur die Preview öffnen und können dann hier sofort loslegen. Also da kann man verschiedene Sachen animieren und auch Gesten. Passt mal auf. Hallo, hattest du nicht auch schon mal das Problem, dass bei deinem Handy oder deiner Smartwatch das Display kaputt gegangen ist? Das muss nicht sein. Wir haben den passenden Displayschutz für dich. Unseren Displayschutz gibt es für verschiedene Hersteller, ob du Apple brauchst, Samsung oder Huawei. Wir führen Displayschutz für über 1700 verschiedene Geräte. Und das zum Knallerpreis von nur 14,90 Euro anstatt 24,90 Euro. Ja, so sieht das also aus. So kann man schnell mal ein Video erstellen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Kurz nochmal speichern. Gehen wir mal in die Übersicht. Also, das ist also so ein Themachen, was man nehmen kann, um dann letztendlich auch mal so ein Video zu erstellen. Das werden wir jetzt mal nachbauen, würde ich sagen, dann habt ihr am leichtesten die Möglichkeit, euch das anzuschauen. Nennen wir mal Display 2 und so einfach ist das letztendlich. Einfach mal schauen und dann werden wir schon ganz gut zurechtkommen. Und zwar fangen wir an mit dem Hintergrund. Als erstes kann man verschiedene Hintergründe auswählen, um sein Thema sozusagen passend zu präsentieren. Jetzt haben wir so, dass das passt ja vom Thema her war, hatte ich mir da bei dem anderen Video ein Labor ausgesucht und wir könnten jetzt hier mal so ein Computer Labs, nennt sich das, so eine Szene nutzen, um dann das Thema halt entsprechend zu präsentieren. Dann kann man zusätzlich zu den Szenen braucht man natürlich dann eine Person, die das Ganze dann präsentiert. Und da wir ja auch Handy-Doktor oder ähnliches genannt werden, können wir auch hier ruhig mal einen Doktor dazu nehmen. Das Schöne ist an diesen Figuren, die kann ich frei von gestalten und auch frei hinzufügen, genauso wie ich die Größe auch entsprechend ändern kann. Das heißt, ich kann damit natürlich dann entsprechend die Perspektiven oder ähnliches auch anpassen oder ändern. Hier in dem Fall würde ich sagen, stellen wir ihn mal so ein bisschen passend in den Raum und dann gucken wir mal, was er macht. Die Grundidee ist immer Bewegung in dem Video. Das macht so ein bisschen den Charakter dieser Software aus.
Und hier ist jetzt die Idee, dass der quasi, dass die Zähne rein poppt und wieder zurück poppt. Und das wollen wir natürlich nicht, denn wir haben ja die, wollen ja sagen, ja, wir möchten gerne etwas präsentieren und nicht danach, dass es verschwindet, vielleicht am Ende. Und hier können wir ganz einfach das bearbeiten. Und zwar haben wir für jeden Punkt haben wir hier eine Arbeitsleiste, die sind hier auch nochmal gekennzeichnet. Hier geht es um die Kameraperspektive, dann geht es um die Szene an sich und unten gibt es dann auch noch die Möglichkeit, Musik zu hintermalen oder einen Text aufzunehmen. Ich kann auch Texte, Musik, Hintergründe selber hochladen und benutzen. Das ist also auch überhaupt kein Problem. Jetzt beschäftigen wir uns aber als erstes mal mit der Figur. Die Figur kann ich bearbeiten, indem ich rechts hier draufklicke und dann kann ich dann schon mal sagen, was er gerne sein soll. Also grundsätzlich geht es jetzt hier um einen Standardtyp, der ein In-Effekt heißt, das heißt also, wie taucht er in der Szene auf? Der bounced quasi rein und der Out-Effekt ist auch bounced. Jetzt sage ich, nein, ich möchte gerne, dass der stehen bleibt und ändere das auf stehen bleiben. Denn dann ändert sich die ganze Szene quasi so. Er bleibt am Ende einfach stehen. Hat voll den Hintergrund, denn wir überlegen ja dann jetzt unser Produkt oder unsere Idee dann sozusagen zu präsentieren. Also lassen wir ihn auch erstmal guten Tag sagen, würde ich sagen. Und wir können nämlich durch das Anklicken dieses Plus-Symbols hier einen weiteren Abschnitt hinzufügen. Und da haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und in dem Fall nennt sich der Say Hi. Und dann gucken wir doch mal, was da so passiert. Und dann sagt er Hallo. Genau. Dann haben wir ja etwas mitzuteilen. Und dann ist halt die Frage, wie wir das machen. Ganz simpel eigentlich, indem wir ihm sagen, er möchte gerne mit synchronen Lippen sozusagen hier meine Mitteilung sozusagen oder meine Nachricht quasi nachverfolgen. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch. Jetzt machen wir erstmal den Zeitstrahl länger. Wir können mit den Linien hier den Zeitstrahl immer sehr schön beeinflussen, indem wir den hier so hin und her schieben. Und dadurch haben wir dann schon mal die Möglichkeit, hier 12 Sekunden lang, hier oben stehen also genau die Angaben in Sekunden, unseren Clip zu bearbeiten. Und jetzt ist so, dass wir ja hier ab hier gesagt haben, wir möchten lippensynchron sozusagen arbeiten. Und wie machen wir das? Indem wir jetzt dann den entsprechenden Text zum Beispiel aufnehmen. Machen wir einfach mal einen Test. Das ist sehr innovativ. Man kann einfach an die passende Position gehen und dann drückt sie auf Aufnahme und dann schaut mal, wie das funktioniert. Ja, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Das ist jetzt der erste Test und mal sehen, wie sich das auswirkt auf meine Lippen. So. Jetzt haben wir allerdings vorher, fällt mir gerade auf, haben wir ja gesagt, dass er Hi sagen soll. Ne? Also nehmen wir natürlich noch ein Hi auf, damit wir also einen. Ne? Gucken wir mal. Hallo. So, jetzt haben wir zwei Sound-Szenen hinzugefügt. Und jetzt schauen wir doch mal, wie sich das auswirkt. Ich zeige euch mal einmal ohne, also absichtlich jetzt, wie es nicht richtig ist, damit ihr das sehen könnt. Hallo! Ja, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Das so, wie ihr gesehen habt, ist die Lippensynchronisation noch nicht erfolgt. Das ist aber ganz simpel. Das liegt daran, dass wir der Person, also sprich unserer animierten Gruppe, überhaupt erstmal sagen müssen, mit welchem Track soll er die Lippen synchronisieren. Und wir hatten ja bis jetzt gar keinen Track, deswegen konnten wir den vorher nicht auswählen. Jetzt haben wir hier zwei Voice-Over zur Verfügung, die wir auswählen können. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, ob ich den richtigen ausgewählt habe. Und dann sollten wir hier schon einen Effekt sehen. Ja, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Das war dann der falsche, interessanterweise. Von der Reihenfolge ist das wahrscheinlich auch logisch, dann, dass das der zweite ist. Denn das ist ja der erste, das ist der zweite. Aber
Das ist ja kein Problem. Gucken wir nochmal an. Tja, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Das ist jetzt der erste Test und mal sehen, wie sich das auswirkt auf meine Lippen. Ja, also das ist doch letztendlich absolut genial. Also es gefällt mir richtig gut an der Software. Ich habe hier ganz schnell ratzfatz mal eben so ein kleines animiertes Video gemacht mit Lippensynchronisation. Hammer. Jetzt ist ja so, dass ich gerne dann weitermachen möchte. Also man kann nämlich hier mit Zähnen arbeiten. Ich kann sagen, hier eine neue Zähne. Und die sozusagen auch dann direkt wieder mit einem anderen Hintergrund bedienen, zum Beispiel. Ne? Weil wir sagen, wir müssen ja irgendwie jetzt das darstellen. Dann nehmen wir mal hier so eine Parklandschaft. Oder Basketball steht hier als Landschaft. So ein Basketballfeld soll das darstellen. Und jetzt könnten wir dann natürlich mal versuchen zu simulieren, wie wir in irgendeiner Form vielleicht eine Szene hinbekommen, wo letztendlich so ein Telefon mal kaputt geht. Müssen wir mal gucken, wenn ich suche mal zuerst eine Person aus, die jetzt hier spielen kann oder auch nicht. Oder spielt, könnte eine Person, ja, der sieht doch, der sieht ja wie cool aus. Mal gucken, was der so alles kann. Sehr interessante Betrachtungsweise. Und nur als Beispiel. So. Gehen wir hier eine neue Animation hinzu. Und der kann, jetzt gucken wir mal, was der so alles kann. Oh, der kann Drinking Wein. Das ist sehr interessant. Fly in, fly out kann er. Gaming with Joystick kann er. Hands up, Handshake, Left Side, Handshake, Right Side. Und so weiter. Holding a Mobile. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. So, hier machen wir erstmal den Bounce-Effekt, dass der nicht rausgeht, sondern wir sagen am Ende, wie bei der ersten Szene, dass er stehen bleibt. Rein bouncen soll er ja. Und dann gucken wir doch mal, was das jetzt für eine interessante Szene wird. Tatsache, er hält also ein Mobiltelefon. Passt ja wunderbar. So, das heißt, wenn er jetzt hier Sport macht, dann könnte er natürlich das Mobiltelefon verlieren. Das können wir jetzt so nicht simulieren, den Verlust. Aber wir können natürlich nochmal versuchen, ein bisschen ihn anders zu animieren, indem wir zum Beispiel sagen, dass er, mal gucken, oh, Yoga kann er auch, das ist auch vielleicht eine gute Idee, schauen wir mal, was er mit Yoga alles so machen kann, das ist ja sehr interessant, er telefoniert, macht Yoga, sehr schön, hatte sein Telefon verloren, gucken wir mal, was er noch so kann, dann haben wir die, er kann waiten, dann kann er arbeiten an einem Laptop, Running kann er auch, das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Gucken wir uns das mal an, was da jetzt so passiert, wenn er rennt, wunderbar. So, und jetzt kommen wir dann zu einem nächsten interessanten Punkt. Wie kann ich diese Rennanimation sozusagen fortsetzen? Also erstmal würde ich sagen, wir ändern mal die grundsätzliche Position von ihm, weil er ja von rechts nach links rennen soll. Und dann brauchen wir natürlich die Animation auch entsprechend. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier mit diesen Punkten festzulegen, wo seine Position ist. Das ist jetzt seine jetzige Position. Und wenn ich jetzt hier diesen Punkt anklicke und ihn dann verschiebe, gucken, ob das geklappt hat, dann sollte das die letzte Position sein. Okay. Schieben wir noch ein bisschen. So, und jetzt gucken wir doch mal, ob das geklappt hat. Denn er rennt ja. Also müssen wir ja auch losrennen lassen. Ne? Tatsache, es klappt wunderbar. So, und so kann man den auch auf dem Bildschirm hin und her moven lassen. Das gleiche geht auch, wenn man perspektivisch das machen möchte. Ich zeige euch das nochmal. Anklicken. Jetzt kann man den ja nämlich hier in diese Position. Warte mal, muss ich den fixieren. Jetzt habe ich gerade, muss ich gerade nochmal überlegen. Genau, müssen wir ein bisschen runterholen. So. Da ist er jetzt fixiert und dann ist er am Ende, müssen wir ihn dahin fixieren.
Gucken wir gerade mal, wo er hier gelandet ist. Wunderbar, das passt. Das heißt also, wir können den jetzt da nach unten laufen lassen. Also geht jetzt leicht von oben nach unten. Damit haben wir dann auch gleichzeitig eine kleine Perspektive erzeugt. Ja, und so kann man das beliebig fortsetzen. Das Schöne ist halt, wir gehen nochmal in die erste Szene. Wir haben also die Möglichkeit dann auch jederzeit Gegenstände da einzubauen. Jetzt gehen wir mal auf die Objekte. Hattet ihr ja gerade in dem ersten Video gesehen, dass ich zum Beispiel die Logos da eingebaut habe oder mein eigenes Logo. Das können wir ja nochmal hinzufügen. Wir gehen einfach an eine beliebige Stelle, wo das Logo dann erscheinen soll. Und dann können wir das hier so hinfügen, also hinbauen. Ich habe das also importiert. Das ist eine transparente PNG. Und dann können wir zum Beispiel, das sieht doch ganz schick aus, das da an der Stelle platzieren. Und da wir das Logo ja dann ab der Stelle komplett da haben wollen, sonst wird es wieder verschwinden, ziehen wir den Balken auch über die gesamte Szene und können dann hier nochmal uns das anschauen. So. Hallo! Hallo! Tja, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Das ist jetzt der erste Test und mal sehen, wie sich das auswirkt auf meine Lippen. Ja, so einfach ist das. Und so kann man oder sind seiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann auch Szenen kopieren. Das ist ganz praktisch, wenn ihr hier schaut. Wenn ich jetzt diese Szene, die ich habe, nehmen wir mal an, ich will dann eine andere Handlung machen lassen, dann kann ich die einfach hier kopieren und habe dann die identische Szene nochmal, die ich dann aber komplett bearbeiten kann. Oder halt auch wieder entfernen kann. Also das ist sehr, sehr praktisch. Dann habe ich die Möglichkeit, das hatte man ja im ersten Video auch gesehen, verschiedene Texte zu verwenden. Der Vorteil der Texte ist, die sind, sagen wir mal, auch rein optisch jetzt hier ganz gut angepasst. Ich gehe auch wieder auf irgendeinen Bereich und sage dann, dass der ab da erscheinen soll, der Text. Dann ist auch wieder die Zeitspanne zu erscheinen. Und dann kann man die hier wunderbar ändern. Ne? Display. Ne? Und Display. Warte, Display. Und dann Shots. Ne? Und bei der Textvariante zum Beispiel, da macht er schön einen zweiteiligen Text, also mit zwei Farben. Sieht also auch ganz schick aus. Ne? Gut animiert. Ja, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Und ich denke, das ist ja auch schon wunderschön. Da kann man die bestehenden Texte verwenden, die halt da sind, weil die sind halt auch animiert. Man kann aber auch jederzeit eigene Texte hinzufügen. Ja, das heißt, man kann die hochladen und ähnliches. Dann gibt es eine Audiobibliothek, mit der man dann sein Video ein bisschen hinterlegen kann. Man kann sich die ja vorher anhören. Kann jeder was für seinen Geschmack dann sich raussuchen und die dann entsprechend dahinterlegen. Das ist ja ganz flott. Das nehmen wir mal, packen das mal dazu. Ich weiß, wer hat das jetzt gemacht? Und welches war es? Dies, ne? Da kann ich hinzufügen, genau. Das Schöne ist an dieser Audio-Bibliothek, die passt der automatisch der Länge dann entsprechend an. Und ich kann jetzt vor allen Dingen hier sagen, wie hoch die Lautstärke ist. Weil ich möchte die ja vielleicht nur als leichte Hintergrundmusik haben. Und ich möchte vielleicht sagen, dass er die am Ende dann leise macht. Also quasi so Fade Out. Und dann kann ich das entsprechend anpassen. Dann hören wir uns das nochmal an. Hallo! Tja, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Das ist jetzt der erste Test und mal sehen, wie sich das auswirkt auf meine Lippen. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich denke, das soll euch den ersten Eindruck von der Software geboten haben. Dann könnt ihr mal sehen, wie leicht und leistungsstark das ist. Ich verlinke euch die nochmal im unteren Bereich. Kleiner Tipp von mir, sollte euch die Software gefallen, dann guckt mal, es gibt um die 60 Euro so einen einmaligen Preis, den man bezahlen muss, weil das Modell zielt normalerweise darauf hinaus, dass man da monatlich bezahlt,
Aber es gibt, wenn ihr jetzt die Seite mal angesurft habt, werdet ihr garantiert davon bei Insta oder Facebook verfolgt, gibt es so ein Spechelangebot. Ich muss dann auch, kann auch nochmal nachfragen, ob ich euch dann das so einen Link geben kann. Da kostet dann eine lebenslange Softwarelizenz einmalig irgendwie so 60, 70 Euro, habe ich gesehen. Das ist dann zwar nicht die Enterprise Edition, wie ich die habe, sondern die normale Edition. Da gibt es dann nicht ganz so viele Animationen oder Bilder oder Figuren oder. Aber das Geniale ist ja hier in der Tat, dass ich alles auch selber machen kann. Ich kann so eigene Hintergründe hinzufügen oder eigene Grafiken, Logos. Das heißt, ich bin ja gar nicht so auf die angewiesen. Außer natürlich auf die animierten Figuren. Die sind hier hervorragend, weil diese Animation, die brauche ich natürlich. Ne? Ich hätte ja gerne dann die Interaktion, damit das Video lebt, damit das dann auch das, die Emotionen rüberbringt. Ne? Also von daher alles gut. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn ich werde sicherlich den ein oder anderen Update-Videos machen mit so ein paar Highlights aus diesem Bereich, wie man was macht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.